Hallo Internet, hier ist wieder Bacon-Sack für euch und willkommen zu meiner Review vom nächsten Marvel-Film, der tatsächlich einfach nur Captain Marvel heißt. Und ganz ehrlich, ne? Über den Film, da müssen wir mal Tacheles reden. Aber das machen wir ja jetzt drauf. Ihr wisst, was jetzt gleich kommt. Ich rede jetzt erstmal spoilerfrei über den Film. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr diese Review bis zu einem gewissen Punkt gucken. Dann gehe ich in den Spoilerbereich. Ich weise euch dann aber auch nochmal gesondert darauf hin. Das ist der erste MCU-Film, der einen weiblichen Protagonisten hat. Eine weibliche Hauptperson, die im Rampenlicht steht. Und alleine deswegen hat er bei bestimmten Leuten eine gewisse politische Erwartung zu erfüllen. Und als Fan, der sich zwar nicht darum kümmert, aber um das gesamte MCU, ist es halt der Film, der der letzte ist, bevor dann Avengers Teil 4 Endgame in die Kinos kommt. Und der Film hat deswegen echt keinen guten Start. Beziehungsweise er hat es wirklich schwer, irgendwie Fuß zu fassen, um beide Erwartungshaltungen so ein bisschen zu erfüllen. Und Marvel ist ja eigentlich dafür bekannt, dass sie ihre Schäfchen ins Trockene bringen und anständige Arbeit abliefern. Aber liebe Leute, irgendwie haben die hier völligen Käse fabriziert. Santi! I'm sorry. Okay, worum geht's jetzt aber eigentlich in dem Film? Wirs ist eine Elitekriegerin der Kree, einer Alienrasse, die seit ewiger Zeit mit einer anderen Alienrasse, den sogenannten Skrulls, im Krieg ist. Die Skrulls sind Gestaltwandler und können sich in alles und jeden verwandeln. Wirs hingegen hat als Elitekämpferin besondere Kräfte. Sie ist besonders stark, besonders schnell, agiler als normale Menschen und außerdem kann sie Laser verschießen. Wirs stürzt nach einem Kampf gegen die Skrulls auf der Erde ab und trifft dort in den 90er Jahren auf den jungen Nick Fury. Gemeinsam machen sich die beiden dann ans Werk, die Bedrohung um die Skrulls auf der Erde zu verhindern. Und das, was man da sieht, ist auch auf einem gewissen technischen Marvel-Standard. Also, es sieht nicht alles furchtbar aus oder schlecht oder irgendwie sowas in der Art. Nein, alles sieht so gut aus, wie man das von Marvel-Filmen gewohnt ist. Und was zum Beispiel auch wieder echt gut aussieht, was sie hier wieder zum Einsatz bringen, ist ihr Gesichts-CGI. Das hatten sie zum Beispiel bei Civil War drin, das hatten sie zum Beispiel bei Ant-Man drin, dass Schauspieler, die mittlerweile halt ein gewisses Alter erreicht haben, digital so nachbearbeitet werden, dass sie wieder jung aussehen. Und Samuel Jackson sieht in diesem Film tatsächlich so jung und so gut aus, dass er mich an seine Zeit in Pulp Fiction so ein bisschen erinnert hat. Hamburgers! The cornerstone of any nutritious breakfast. Mm-hmm. This is a tasty burger. You're a smart motherfucker, that's right. Und das sieht wirklich einfach klasse aus. Wenn man nicht wüsste, dass Samuel Jackson mittlerweile gereift ist als Mensch, würde man nicht merken, dass das meiste, was sich in seinem Gesicht abspielt, CGI ist. Das sieht wirklich so verdammt gut aus. Und deswegen Respekt an die Special Effects Leute bei Marvel. Das können die mittlerweile echt richtig gut. Und auch alles, was mit den Skrulls zu tun hat, sieht wirklich extrem gut aus. Für Leute, die die Comics nicht lesen, die Info, die Skrulls sind in den Comics sehr wichtig und die gibt es auch schon sehr, sehr lange. Und die sind halt dafür bekannt, dass sie Gestaltwandler sind. Also, dass sie sich einfach in alles Mögliche verwandeln können, was sie gerade vor sich sehen. Und die Art und Weise, wie sie sich verwandeln, wie sich ihr Gesicht morpht in einen anderen Menschen, das sieht auch echt genauso aus, wie ich mir das immer als Leser vorgestellt habe, wie es denn in echt aussehen würde. Und die Action! Ja, auch die ist auf dem technischen Stand, wie man es erwarten würde von einem Marvel-Film. Aber die gesamte Kampfchoreografie, das, was an Action tatsächlich in dem Film passiert, das alles, das wirkt alles so uninspiriert und belanglos und völlig 0815. Und das ist auch das große Problem, meiner Meinung nach, dieses gesamten Films. Ich meine, das fängt alleine schon beim Setting an. Das ist ein Film, der spielt zum Teil im Weltraum und zum Teil auf der Erde. Und alles, was wir da sehen, ist so generisch,
so durchgekaut, so absolut nicht Aufmerksamkeit weckend. Das ist einfach, ich weiß nicht, was das ist. Das ist extrem schade. Weil Marvel kann eigentlich sehr gute Welten bauen. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie Wakanda in Black Panther gestaltet ist, wie die Planeten, wie zum Beispiel Nowhere, in Guardians of the Galaxy gestaltet sind. Das sind alles interessante Konzepte, die haben alle was Eigenes. Und dann guckst du dir Captain Marvel an und du siehst so, ja, das ist jetzt hier so eine Weltraumstadt mit glänzenden Gebäuden und fliegenden Raumschiffen. Die gehen ja jetzt auf eine Mission und das ist jetzt so eine Felswüste. Wo haben wir das denn schon mal gesehen? Vielleicht in fast jeder Star Trek-Folge, die es in den 90ern jemals gab? Das fühlt sich einfach so an oder sieht so aus, als hätten die Buch aufgeschlagen. Science Fiction für Blöde, aber wir nehmen mal die Konzepte genau so da rein und haben so das sterilste 0815 standardmäßigste Weltraum-Setting, das es gibt. So, ich meine, wie gesagt, es erinnert mich wirklich an eine Folge von Star Trek von früher. Und das ist ja auch nichts Schlechtes. Das hat ja in den 90er Jahren fürs Fernsehen bei Star Trek auch funktioniert. Das funktioniert meiner Meinung nach mittlerweile aber nicht mehr für den großen Marvel-Blockbuster im Jahre 2019. Da spielt sich auf dem Bildschirm einfach absolut gar nichts ab, was ansatzweise besonders wäre. Und das ist echt ermüdend. Die mangelnde Besonderheit bringt auch Brie Larson mit, die in diesem Fall Carol Danvers bzw. Fierce in diesem Film spielt. Sie ist Captain Marvel und sie hat dabei eine Ausstrahlung wie ein Kühlschrank. Ja. Sie war so, alles was sie macht in diesem Film ist für mich so, ist schon fast eine Karikatur von jedem schlechten 0815 männlichen Actionheld, der jemals auf der Leinwand war. Ich meine, Marvel kann das doch besser so mit weiblichen Figuren. Sie ist weder so mysteriös und kühl und abgebrüht wie zum Beispiel Black Widow und sie ist auch nicht so badass und krass und unfreiwillig witzig wie Gamora. Nee, alles, was die da macht, ist irgendwie so das banale Actionkino in Reinform. So, im Prinzip ist das, was sie da spielt, eine Rolle, die auch Tom Cruise hätte spielen können. Und Kinders, ihr wisst, ich hasse Tom Cruise brutal. Du meine Güte. Elrond! Du bist es wirklich! Oh, das ist der schönste Tag in meinem Leben! Ich bin es, Tom Cruise! Ich weiß schon, wer Sie sind. Hab ich nicht viel erreicht? Gefällt dir meine Schauspielkunst? Welcher meiner Filme gefällt dir am besten? Naja, also, Sie sind nicht ganz so gut wie Leonardo DiCaprio, aber ganz okay. Ich bin ein Nichts. Ich bin ein Versager in den Augen des Propheten! Hey! Tut mir leid, war nicht so gemeint! Geh weg! Alter, das ist mein Zimmer! Geh weg, hab ich gesagt! Ich meine, gegen Ende versucht der Film dir nochmal so einen gewissen sarkastischen, MCU-typischen Witz zu verleihen, aber das kommt dann einfach alles viel, viel zu spät. Und generell sind die Witze, die in dem Film drin sind, eher von Nick Fury ausgehend, was im ersten Moment erstmal so ein bisschen irritierend ist. Aber okay, aber trotzdem, bei aller Liebe, zünden die einfach nicht. Ich saß in einem komplett vollen Kino und man hat ganz genau gewusst, okay, das soll doch jetzt ein Witz sein. Ich meine, ich weiß nicht, wie sehr man das Kino, in dem ich mich befunden habe, als eine Art Peer Group ansehen kann, aber es ist schon echt bezeichnend, dass die meiste Zeit über kein Arsch gelacht hat in diesem Film. Und ich fand, bis auf ein, zwei kleine Ausnahmen, war da auch nicht großartig viel Witz und Spaß dabei. Das ist eigentlich auch okay. Ich meine, ich will bloß nicht wieder solche Filme haben wie Thor Ragnarök. Oh mein Gott, absolut nicht. Nein, überhaupt nicht. Aber
so an manchen Stellen war es dann echt zu wenig und andere wichtige Stellen war es zu viel. Darauf gehe ich aber nochmal im Spoilerbereich drauf ein. Und apropos Spoilerbereich und Twists und so weiter, ohne zu spoilern, muss ich sagen, der Film hat einen Twist und der funktioniert auch tatsächlich sowohl für Kenner des Quellmaterials als auch für Neulinge, die im Kino sitzen und gar nicht wissen, was sie da erwartet, finde ich gleichermaßen gut. Ich finde den auf eine gewisse Art und Weise schon echt nicht schlecht, aber was mir nicht dabei aus dem Kopf geht, ist halt, dass dieser Plot-Twist und das, was das für den Film bedeutet und für das weitere MCU und so weiter und so fort, einfach unglaublich, und ich meine wirklich unglaublich, viel Potenzial verschenkt. Im Spoilerbereich gibt es dann aber mehr dazu. Wartet's ab. Und ja, man, verschenktes Potenzial scheint tatsächlich so das Leitmotiv dieses Films zu sein. Denn auch der Fakt, dass der Film in den 90er Jahren spielt, das hätte so viel krasse Sachen geben können, die da hätten reinklatschen können. Und ja, okay, es gibt hin und wieder so kleine Momente, da wird dann mal so ein Gameboy oder sowas eingeblendet. Aber das war's dann auch. Also ich meine, es reicht mir einfach nicht als Zuschauer, wenn ich sehe, okay, da ist jetzt ein Gameboy im Bild. Ja, und dann läuft im Hintergrund ein bisschen Nirvana-Musik. Ja, okay, 90er Jahre habe ich verstanden. Aber wenn man sich andere Dinge anguckt, wie zum Beispiel Watchmen, die auch in einer anderen Zeitperiode spielen, oder Captain America, den ersten Film, der halt zur Zeit des Zweiten Weltkriegs spielt, da fühlt man sich so viel mehr wirklich in der Zeit zurückversetzt. Das Schlimmste ist aber eigentlich, dass nachdem dieser Film vorbei ist und man diese schlecht umgesetzte 90er Zeitreise hinter sich gebracht hat, da fragt man sich eigentlich so, was war der verfickte Grund, warum dieser Film in den 90er spielen musste? Warum? Warum musste der jetzt in den 90ern spielen? Das kann mir keiner so richtig erklären. Ich erzähl's euch gleich im Spoilerbereich und... Ja, wisst ihr was? Mir fällt jetzt auch großartig nicht mehr viel ein. Deswegen würde ich sagen, kommen wir einfach zur Bewertung des Films, denn wir müssen unbedingt in den Spoilerbereich. Der Film ist, was die Action und was die Effekte und so weiter angeht, handwerklich ist das ein Film, der anständig gemacht ist. Das ist alles vollkommen okay. Das ist auch das, was man von so einem Blockbuster rein technisch erwarten würde. Leider lässt er andere Dinge, die man von einem Marvel-Film erwarten würde, halt vermissen. Der Film ist in seinem gesamten Szenenbild, in seinem gesamten Aufbau, in seinem gesamten Setting, all das, in seinen Charakteren, ist er komplett 0815. Und ich finde, der errechnet nicht mal den Ideenreichtum eines schwächeren Marvel-Films. Aus meiner Sicht zum Beispiel Ant-Man and the Wasp, der auch okay war, aber mich halt nicht völlig vom Hocker gehauen hat. Ich meine, der hatte zumindest noch wirklich auf eine gewisse Art und Weise hin und wieder mal interessant mit dem ganzen Schrumpfen und so weiter experimentiert. Captain Marvel macht nichts von dem. So, man hätte eigentlich den Namen Captain Marvel streichen können und Action, Science Fiction, Tom Cruise Blockbuster nur noch 15 draufschreiben können und das hätte genau so funktioniert. Der Film verschenkt ganz viel beim Humor, der Film verschenkt ganz viel bei seinen Kämpfen, der Film verschenkt ganz viel bei seinen Hauptcharakteren. Und der Film verschenkt vor allem, und das ist das große Manko einfach, ganz viel für die Zukunft des MCU. Also, solltet ihr euch Captain Marvel im Kino ansehen? Vielleicht. Der Film ist nun wirklich objektiv betrachtet nicht schlecht. Der macht halt alle Sachen nur vollkommen von der Stange. Da ist nichts Individuelles, da ist nichts Außergewöhnliches. Das ist ein bisschen, Captain Marvel ist wie so eine Salami-Tiefkühlpizza. So, ihr habt Hunger und ihr wollt eine Salami-Pizza, ja, dann holt ihr euch halt so eine Lidl-Tiefkühlpizza. Die hat Teig, die hat Käse, die hat Tomatensauce und die hat irgendwelche billige Salami. Und das schmeckt irgendwie nach Salami-Pizza und das ist okay. Das lockt aber niemanden so richtig vom Ofen hervor. Wenn ich Pizza essen gehen möchte, dann gehe ich in einen verdammt guten Pizzaladen oder in ein italienisches Restaurant und esse da was Vernünftiges. Dann ist mein Wunsch nach einer Salami-Pizza so richtig befriedigt. Klar ist, wenn ich die Lidl-Salami-Pizza esse, mein Hunger erstmal weg,
Aber wirklich flashen tut mich das Teil einfach nicht. So, und da wir die belanglose Filmbesprechung meines belanglosen Films hinter uns haben, gehen wir nun endlich in den Spoilerbereich. Und Spoiler für den Spoilerbereich: Ich als Captain Marvel Poster werde in diesem noch einmal wichtig. So, Kinders, willkommen im Spoilerbereich mit noch mehr schlechten Witzen und meinem seltsamen Gesicht. Easter Eggs, Referenzen. Hat der Film tatsächlich nicht so viele. Mir sind zumindest nicht viele aufgefallen. Was man hervorheben muss als wirklich geiles Easter Egg, als geile Cameo, ist tatsächlich die allerletzte Cameo von Stan Lee. Der ist ja jetzt mittlerweile leider gestorben. Das heißt, er kann nicht mehr unbedingt in Fleisch und Blut in einem Marvel-Film auftauchen. Was nicht heißt, dass ich Marvel nicht zutraue, dass sie den irgendwer als CGI-Modell in so einen Marvel-Film als Cameo packen. Nur mal so nebenbei gesagt. Es ist zwar das allererste, was passiert, wenn man im Kino sitzt, aber ich fand es wirklich einen schönen Moment, deswegen wollte ich euch das nicht spoilern. Das Marvel-Logo am Anfang, wo normalerweise die Marvel-Helden zu sehen sind, wie sie, sich aus bestimmten Momenten des MCUs zusammentun in dem Marvel-Logo, hat man jetzt alle Stan Lee-Cameos genommen und Stan Lee auf das Marvel-Logo gedruckt. Und ich würde es wirklich schön finden, wenn das nicht so eine Einmal-Sache war, sondern wenn das jetzt bleiben würde für alle zukünftigen MCU-Filme. Das fände ich wirklich klasse. Ich saß im Kino, es hat einen Moment gedauert, bis ich gecheckt habe, was da gerade passiert. Und dann war so... Oh. Man merkte, das verbreitete sich auch in der Reihe so. Das ging zu meiner Freundin, dann zu meinem Kumpel, mit dem ich im Kino saß. Und alle so, oh, das war wirklich schön. Das war wirklich schön. Und was auch richtig cool war, ist in der Szene, wo sie in der U-Bahn oder Straßenbahn sind und da kämpfen, sitzt da ja einfach Stan Lee und der liest ein Drehbuch zu dem Film Mallrats. Was ist Mallrats? Mallrats ist einer der ersten großen Filme von Kevin James. Einige von euch kenne ich vielleicht als Silent Bob von Jay und Silent Bob. Und Kevin James ist ein unfassbarer Nerd und hat im Prinzip sein Hobby zum Beruf gemacht und ist irgendwann selber Filmregisseur geworden und wird nicht müde, in seinen Filmen halt bestimmte Comicbuchsachen zu referenzieren. Und in seinem Film Mallrats aus den 90ern gibt es tatsächlich vielleicht sogar eine der allerersten Stan Lee Cameos überhaupt. Guckt euch das mal an. You know, it reminds me of an issue of Spider-Man I did, when Peter Parker and Gwen Stacy went lingerie shopping. Of course, the Green Goblin showed up and he pumpkin bombed the hell out of the place. But aside from that, it's pretty much the same thing. Oh my God. Holy shit! Aren't you? Oh, Stan Lee. Und wie geil ist es denn, wenn sie in dem Film, der in den 90er Jahren spielt, den einen Film referenzieren, mit der Stan Lees Cameo-Wahn quasi begonnen hat. Das finde ich wirklich nice. Und Kevin James ist mittlerweile, hat sich auch auf Social Media gemeldet und er hat nur ein Bild gepostet, wie er komplett am Heulen ist und Tränen in den Augen hat, weil er sich so darüber freut, dass er der Typ ist, der jahrelang Comics referenziert hat und nun fangen die Comicbuchfilme an, ihn zu referenzieren. Und ich freue mich megamäßig für den Menschen. Ich finde, es war eine würdige Stan Lee Cameo, die wir jetzt nochmal hatten. Und ich finde es einfach schön. Ich weiß, es ist jetzt krass, krass, krass tiefes Nerdwissen auf einer ganz großen Nerd-Meta-Ebene. Aber es wäre nicht ein Nerd-Calypse-Video, wenn ich das nicht erwähnen würde. Okay, aber mal davon abgesehen, wird es dann halt auch echt schnell ziemlich dünn. Oder ich war blind. Ich weiß es nicht. Wir haben einige Charaktere, natürlich haben wir Agent Coulson, schön den nochmal zu sehen, wirklich in einem Haupt-Marvel-Film, weil der ist ja offiziell in Avengers 1 gestorben, lebt natürlich noch in Agents of S.H.I.E.L.D., das wissen aber die anderen Avengers nicht. Ich frage mich auch, ob der irgendwann nochmal auftauchen wird, wie cool wäre das, wenn der am Ende von Endgame wieder am Start ist und die Avengers auf einmal merken, dass er noch lebt, wäre doch nice. Na gut, aber mal von Coulson abgesehen, was gab's noch? Wir hatten Ronan, den Ankläger, und ich weiß noch nicht mehr, wie er heißt. Der Typ, der Schwarze, der am Anfang von Guardians of the Galaxy nicht weiß, wer Star-Lord ist. Ronan may have questions for you. Hey, you know what? There's another name you might know me by. Star-Lord.
Who? Star-Lord, man. Legendary Outlaw. Ja, der ist anscheinend auch ein Kree und der war in der Truppe von Carol Danvers. Die wohl unspektakulärsten Charaktere, die man sich hätte ausdenken können, die man hätte nehmen können für so einen Cameo-Auftritt. So, ich weiß nicht, ich glaube, da hat Marvel so selber die eigene Macht dieser Charaktere auf die Fans ein bisschen überschätzt. Weil, wenn ich so denke, oh, ich will Charaktere aus dem MCU wiedersehen, schreie ich ganz bestimmt nicht: Ronin, ja, das war der geilste Charakter überhaupt. Ronin, Ronin, Ronin like a river. Ja, das war der Hammer. Ja, die muss ich unbedingt nochmal in einem MCU-Film wiedersehen. Und dann mein absoluten Lieblingscharakter, Malekith. Malekith aus Thor. Stopp. Nein, macht kein Mensch. So, ich weiß nicht, warum die so dachten, die Charaktere packen sie rein und dann ist das voll der tolle Moment. Nee, war für den Arsch. So, weiß ich nicht, da wäre es interessanter gewesen, hätten sie Groot reingepackt oder was auch immer, aber egal. So, ansonsten gibt es die beiden Pappnasen, dann haben wir noch die Freundin und die Tochter von Carol Danvers, das sind die Familie Rambeau, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, nicht Maria Rambeau, die Mutter, sondern die Tochter, Monica Rambeau. Sie ist tatsächlich Captain Marvel gewesen in den Comics, bevor Carol Danvers Captain Marvel war. Ist alles ein bisschen kompliziert. Sie war jedenfalls vor ihr Captain Marvel. Später kam sie in den Comics dann wieder und hat sich dann Spectre genannt, nachdem Carol Danvers dann von Miss Marvel den Namen von Captain Marvel dann irgendwann angenommen hat. An dieser Stelle sei übrigens auch gesagt, dass ich froh darüber bin, dass sie ihr neueres Design genommen haben von ihrem Kostüm und nicht das alte, weil das alte Kostüm hätte ziemlich lächerlich ausgesehen. Und das ganz, ganz alte Kostüm von ihr als Miss Marvel wäre halt einfach nur komplettes Fremdschämen gewesen. Deswegen ist es gut, dass sie das neue Design genommen haben. Ja, die war da halt drin und ich weiß nicht, ob Marvel irgendwann sagt, wir packen die als Mitglied der Avengers irgendwann in einem zukünftigen Film mal mit rein. Ja, dafür haben sie jetzt den Grundstein gelegt. Könnte sein, dass wenn Brie Larson irgendwann auch keinen Bock mehr hat, dass sie dann eine schwarze Schauspielerin casten, die dann die neue Captain Marvel wird. Wäre möglich. Mal schauen. Ja, das ist so ziemlich alle Easter Eggs, die mir aufgefallen sind oder die ich als nennenswert betrachtet habe. Weil, ob da jetzt im Hintergrund ein Street Fighter Arcade Automat steht oder nicht, peng. Ja, nee, also ich finde, sie haben das 90er Game verkackt. Und was sie richtig hart verkackt haben, und ich meine, so richtig, 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 richtig hart verkackt haben, ist, dass der Film überhaupt in den 90ern spielt. Nachdem man die Endcredit-Szene gesehen hat, so, da denkt man sich doch einfach nur so als Fan, hör mal, wollt ihr mich komplett verarschen? Denn als der Film Captain Marvel angekündigt wurde und gesagt wurde, dass er in den 90ern spielt, ja, da ergibt sich für den pfiffigen Fan, der aufpasst, so ein gewisses Logikproblem. Denn wenn Captain Marvel schon seit den 90er Jahren im Superhelden-Business ist, warum zum Fick, warum hat sie dann, als Ende der 2000er Iron Man auf den Plan getreten ist und Nick Fury die gesamte Avengers-Initiative ins Laufen gebracht hat, warum ist dann in der Zwischenzeit bis heute niemals Captain Marvel aufgetaucht? Warum? Und ich dann so, Leute, chillt mal eine Runde. Das werden die erklären. Da wird es einen richtig guten Grund geben, warum Captain Marvel den Avengers nicht schon früher mal irgendwie geholfen hat. Das werden die gut erklären. Und dann guckst du den Film und du merkst so, nö. Ich meine, dass Nick Fury nicht wegen jedem Scheiß seinen Pager benutzt und Carol Danvers zurück auf die Erde kart, ist mir schon klar. Aber es hätte mehrere Situationen gegeben, wo es bestimmt sehr hilfreich gewesen wäre, wenn Carol Danvers auf den Plan tritt. Ich meine, am Ende von dem ersten Avengers, so, ich meine, mir ist schon klar, dass Nick Fury da die Avengers erstmal zusammenbringen wollte als Team und dass er deswegen nicht bei der Alien-Invasion sofort Captain Marvel geholt hat. Aber spätestens in dem Moment, wo eine Atombombe auf New York City losrast und er so verzweifelt ist, dass er auf den Flurplatz rennt und versucht mit einer 9mm Pistole das noch irgendwie zu verhindern, was komplett lächerlich ist, spätestens da hätte er doch einfach nur
Captain Marvel rufen sollen. Oder sehe ich das falsch? Oder was ist mit Age of Ultron? Ein riesiger, mörderischer Killer-Roboter ist imstande, den gesamten Planeten zu vernichten. Er hebt eine gesamte Stadt in den Himmel, um sie dann runterkrachen zu lassen, mit dem Effekt, dass alles Leben auf der Erde zerstört wird. Und anstelle davon, dass er sich so denkt, das ist jetzt schon so ein bisschen heikel, ich sollte vielleicht mal Captain Marvel rufen. Aber Leute, ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass der bei der ganzen Scheiße, die auf der Erde passiert ist, seit es die Avengers gibt, nicht einmal daran gedacht hat, Captain Marvel zu holen. Es hätte einen wichtigen, guten Grund geben müssen, meiner Meinung nach. Ich meine, es gab zig Fantheorien, die versucht haben, vorab schon zu erklären, warum er Carol Danvers nicht zur Hilfe gerufen hat. Was wäre zum Beispiel mit der Möglichkeit, dass sie nebenher einfach einen so viel wichtigeren Auftrag hat, von dem Nick Fury weiß, dass er sie nicht zurückholt. Dass er sagt, okay, die Erde ist zwar am Abkacken, aber wenn ich sie jetzt von ihrem wichtigen Auftrag abziehe, könnte es sein, dass das gesamte Universum hops geht. Und ich opfere nicht das Schicksal der Welt für das gesamte Universum. Wie wär's damit? Oder was wäre, wenn am Ende des Films Nick Fury und Carol Danvers gar keine Homies mehr sind? Dass die sich wegen irgendwas in die Wolle kriegen, dass die richtig angepisst sind. Und dass er deswegen zwar noch den Pager hat, aber er so angepisst ist von ihr und die beiden miteinander Beef haben, er sie deswegen nicht ruft. Das wäre auch so viel interessanter gewesen und hätte die beiden Charaktere auf eine ganz andere Ebene gehoben. Aber nö, anscheinend war es völlige Willkürlichkeit von Nick Fury. Und wo wir schon bei Nick Fury sind, was für ein Schwachsinn, was für ein absoluter Schwachsinn war denn das bitte mit seinem Auge? Was wollte das? Nick Fury hat ein Alleinstellungsmerkmal, was ihn wirklich interessant macht. Und das ist seine Augenklappe bzw. sein kaputtes Auge. Und vor allem in Captain America 2 wurde auch immer angedeutet, dass es einen wichtigen Grund oder ein wichtiges Ereignis gab, dass er diese Augenklappe dann später trägt. Als wir den Trailer von Captain Marvel zum ersten Mal gesehen haben und wir bemerkt haben, dass Nick Fury da noch keine Augenklappe trägt, haben wir uns alle so gedacht, oh geil, da wird bestimmt voll was Episches und Krasses passieren, dass er dann ein Auge verliert. Oh, da bin ich gespannt. Da kann mir keiner als Fan einen Vorwurf machen, dass ich denke, dass es da ein wichtiges Ereignis zu geben muss. Weil, guckt euch mal diese Szene aus Captain America Teil 2 an. Die Geiseln hätten sterben können, Nick. Und ich habe den besten Soldaten aller Zeiten losgeschickt, um das zu verhindern. Soldaten vertrauen einander, nur dann sind sie eine Armee. Und nicht bloß Typen, die wild um sich schießen. Als ich zuletzt jemandem vertraut habe, habe ich ein Auge verloren. Ich meine, sowas schürt einfach eine gewisse Erwartungshaltung an das, was da vielleicht noch kommen mag. Und dann stellst du so fest, nö. Es war eine dumme Alien-Katze, die ihn auch in der unspektakulärsten und dümmsten Szene ever einfach das Auge gekratzt hat. Obwohl sie ihn vorher immer ganz super fand, den Nick Fury. Es ergibt keinen Sinn. Das ist wirklich einfach nur richtig, richtig, richtig schlechtes Storywriting. So, das ist nicht so, dass man gesagt hätte, okay, wir müssen irgendwie einen guten Grund finden, warum Captain Marvel nicht später auftaucht. Ne? Wir machen wirklich sorgfältig, überlegen wir uns, wie der Handlungsstrang, wie der rote Faden durch unser Universum geht. Oder wir müssen nochmal irgendwie einen epischen Grund haben, warum Nick Fury irgendwie sein Auge verliert. Können wir nicht das vielleicht irgendwie so schreiben, dass er versucht, Carol Danvers zu schützen, obwohl er keine Superkräfte hat? So wäre das nicht voll so der Heldenmoment für ihn? Und dann sagen sie sich so einfach so, ach, fuck it, wir schreiben eine Katze da rein. Und warum er sie nicht angerufen hat, ja, keine Ahnung, ist mir zu aufwendig, da jetzt drüber nachzudenken. Der hat die einfach nicht vorher angerufen. Ja, ist eine super Story, yeah. Nee, Leute, da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das ist richtig hirnverbrannte Scheiße. So, das ist so ein bisschen dieses Sprichwort, triff niemals deine Helden, denn du wirst enttäuscht sein. Das Ding mit Nick Fury und seiner Augenklappe. Ich war nie der große Nick Fury-Fan. Mein Gott, ich habe nie so gesagt, ja geil, das ist mein Lieblingscharakter aus dem MCU. Nee, aber es fühlt sich einfach so unnötig und banal und dumm an, dass da einfach eine Katze so gemacht hat, wenn es vorher diesen Spannungsaufbau gab, was es vielleicht mit seinem Auge zu tun hat. Und ja, einige von euch werden vielleicht sagen, ich finde das super lustig, dass sie erst vorher so die Erwartungshaltung aufgebaut haben, das ist was total Doofes. Ja, nee, dann ist das nicht mein Humor, sorry, finde ich nicht lustig, absolut nicht. So, ich habe zwar einen sehr dummen Humor, aber das ist selbst mir zu blöd. Er hat sich so ein bisschen angefühlt wie die Enthüllung, warum Han Solo heißt. In dem Han Solo-Film.
Gott, war das dumm. Das ist so ein Level. Ein Level. Okay, um aber noch was ansatzweise Positives zu sagen, bevor ich dann wieder ins Rage komme. Der Twist, den es gibt, ist ja im Prinzip, dass nicht die Skrulls die Bösen sind, sondern die Kree sind die Bösen. Und als Comicbuchleser weiß man eigentlich, es gibt die Skrulls, es gibt die Krees und beide sind scheiße, weil die machen ganz viel Krieg miteinander und sind engstirnig und sorgen eigentlich nur dafür oder versuchen nur, ihr eigenes Imperium zu vergrößern. Der Konflikt der Skrulls und der Krees in den Comics schon Jahrtausende von Jahren alt und ich habe gar nicht von vornherein nicht gedacht, dass die Kree die Guten sind. Absolut nicht. Aber es dann so umzudrehen, dass die Skrulls, zumindest die Skrulls, die wir da in Captain Marvel sehen, quasi nur Flüchtlinge sind, die versuchen, aus diesem Krieg auszubrechen und davon wegzukommen, das fand ich eigentlich echt gut. Das war wirkungsvoll. Weil egal, ob du langjähriger Comicbuchleser bist, der davon dann überrascht ist, dass die Skrulls nicht die Bösen sind, oder jemand, der einfach nur den Film guckt und sich denkt, naja, diese grünen Eidechsen-Menschen, die sind total evil. Völlig egal, dieser Twist funktioniert für beide Lager gleichermaßen gut. Und ich finde das in der heutigen Zeit ein wichtiges, gutes, politisches Statement, dass man sagt, hey, nur weil der Typ da ein grünes Echsen-Alien ist, heißt das nicht, dass diese Person vielleicht nicht doch irgendwie ein netter Typ ist. Vielleicht hat er seine Gründe so. Man sollte halt einfach nicht nach dem Äußeren von irgendwelchen Menschen urteilen, sondern es kommt halt auf die inneren Werte an, ne? So die älteste Tugend, die es gibt im Prinzip. Es gibt ja nur ein Problem. Dieser Twist betrügt uns vielleicht um eine der coolsten und krassesten Storylines, die es in den Marvel Comics gibt. Ich rede natürlich von Secret Wars. Das ist ein großes Comicbuch-Event gewesen, bei dem im Prinzip rauskommt, dass die Skrulls schon seit vielen Jahren die Erde unterwandern. Dass sie zum Teil Superhelden austauschen durch Skrulls, die sich halt ihr Äußeres und ihre Persönlichkeit angeeignet haben, mit dem Ziel halt die gesamte Erde zu unterwandern, um sie dann zu erobern. Und das war echt ein großes Ding in den Comics, weil man irgendwann nicht mehr wusste, wem kann man trauen, wer ist ein Skrull und wer nicht. Und das wäre so ein Ding gewesen, wo ich mir echt hätte vorstellen können, dass Carol Danvers deswegen nicht bei den anderen MCU-Filmen dabei ist, weil sie die ganze Zeit versucht, im Geheimen die Skrull-Invasion auf der Erde abzuwehren. Und dass das ein Plotpoint ist, der vielleicht, nachdem die ganze Sache mit Thanos vorbei ist, dann in der nächsten Phase von Filmen wieder aufgegriffen wird und es auf einmal darum geht, okay, krass, wer ist überhaupt wirklich unser Freund und wer ist eigentlich nur ein gemeines Alien-Spion-Ding? So, das ist eine sehr interessante, coole Storyline und ich glaube aber einfach dadurch, dass die Skrulls jetzt so aufgezogen haben, wie sie in diesem Film aufgezogen haben, werden wir das nicht mehr bekommen. Und das ist echt krass enttäuschend, weil der Hype, der war irgendwo so hier oben, als gezeigt wurde, dass die Skrulls bei Captain Marvel mit dabei sind und nach dem Film ist der so krass abgestürzt, das glaubt ihr gar nicht. Nein, gut, okay, sie könnten immer noch sagen, dass die Erde von radikalisierten Skrulls angegriffen wird und dann trotzdem irgendwie so Secret Invasion stattfindet, aber ehrlich gesagt, ich glaube da nicht so richtig dran. Und dass der Film quasi, obwohl der Twist an sich ganz gut ist, uns mehr oder weniger diese Storyline, mit der eigentlich alle gerechnet haben, unterm Arsch wegzieht, das nehme ich dem echt übel, Alter. Das nehme ich dem wirklich übel. Wenn ich mir diesen Film jetzt angucke, dann fühlt sich das einfach an wie, ja, 0815 vom 0815. Und da sind total wenig Referenzen drin, da ist keine wirklich interessante Story drin. Die Protagonistin hat mir charakterlich einfach überhaupt nicht gefallen. Viele Sachen, die hätten cool sein sollen, waren völliger banaler Kram. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ne? Also ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber das ist Carol Danvers, das ist Captain Marvel. Das ist der Charakter, der nachdem, wenn wahrscheinlich, sowohl Captain America als auch Iron Man nach Avengers 4 nicht mehr zum Teil des Franchises gehören, weil sie zu alt sind oder ihre Verträge auslaufen und sie dem Studios mittlerweile einfach zu teuer werden. Also sollte das wirklich der Fall sein, dass Captain America und Iron Man weg sind aus dem MCU und
Carol Danvers dann tatsächlich die Nachfolgerin werden soll, ja, für das gesamte Franchise. Das hat Marvel schon gesagt. Sie hier. Sie soll das Aushängeschild werden für das MCU, nachdem die bisherigen Helden sich zurückziehen. Das heißt, ausgehend von diesem Film, dann soll diese Person, das hier, Captain Marvel, dieser Film, der soll nach Avengers 4 das gesamte MCU, das gesamte Marvel-Franchise, soll diese Person tragen. Mit so einem Film. Das funktioniert doch nicht. Da können wir doch nicht erzählen. Ganz ehrlich, das Niveau, auf dem sich dieser Film bewegt, hatte nichts mit dem Niveau von anderen MCU-Filmen zu tun. Der war deutlich schwächer. Der war jetzt nicht wirklich schlecht, aber der war halt auch nicht gut. So, und wenn das nach Avengers 4 der neue Standard ist, wenn das das ist, was das MCU dann erwartet, dann habe ich keinen Bock mehr. Wisst ihr, wenn das wirklich die Reise ist, wo es hingeht in MCU, ja dann sorry. Dann war es das. Das MCU ist dann Geschichte. Ich glaube, wir müssen uns alle darauf einstellen, dass die Marvel-Filme nach Endgame nur noch so sein werden wie Captain Marvel. Und das ist echt, echt schade. Wobei man ehrlicherweise bei meinem Hang zur Theatralik trotzdem sagen muss, der erste Captain America-Film war auch alles andere als das Gelbe vom Ei. Das ist für mich bis heute immer noch mit der schlechteste MCU-Film. Und aus Captain America ist ja später auch was echt Anständiges geworden im MCU. Von daher ist es vielleicht viel zu früh, jetzt den Teufel an die Wand zu malen, ändert aber nichts daran, dass ich persönlich gerade als Fan genau diese Angst habe. So, und jetzt interessiert es mich natürlich, wie ihr das Ganze seht. Teilt ihr meine Angst oder seid ihr da tiefenentspannt? Hat euch Captain Marvel gefallen? Sagt ihr, du, pass auf, mag sein, dass es einheitsbrei ist, aber ich mag das. More of the same, gib mir mehr. Oder seid ihr da genauso ernüchtert wie ich und sagt einfach, diese Tiefkühlpizza von Lidl, die macht mich zwar satt, ist aber nicht besonders knorke. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich versuche wieder alle Kommentare zu lesen. Wenn ihr mir was Gutes tun wollt, dann liked das Video, teilt das Video mit anderen. So können wir alle über Captain Marvel und das MCU diskutieren. Ich freue mich darauf. Und bis zum nächsten Mal sage ich Tschö, bitte! Und hauen Sie, bauen Sie!